heute wie immer zu Beginn die organisatorischen Sachen. Ich weise hin auf das strikte Alkoholverbot, auf das Verbot zum Mitführen von Hunden und genauso das Verbot zum Mitführen von Glasflaschen und anderen Gegenständen, welche splittern könnten. Die Fahnenstange bitte auf 1,50 Meter. Ihr wisst, Strom macht klein, schwarz und hässlich, wie der Sigi immer sagt. Auch den Anweisungen der Ordner und der Polizei und den Einsatzkräften ist wie immer Folge zu leisten und wie immer ein Riesenapplaus für alle, die uns heute wieder hier helfen. Und dann heute zu unserer speziellen Route noch was, da wir heute wie versprochen über die Prager Straße laufen werden. Bitte ich jeden Einzelnen von euch, heute Ordner zu sein und Schreihälsen, Störungen und so weiter keine Chance zu geben. Die versammelte Lügenpresse wartet nur auf irgendwelche Bilder, die sie wieder gegen uns verwenden kann. Auch bitte ich nochmals heute, dass wir heute wieder unsere mahnende Ruhe als Stärke und als Beweis nehmen, dass Pegida wirkt und eben anders ist. Wir haben es nicht nötig, zu schreien und zu klingeln und zu trillern wie die linken gestörten Kinder. Und weil wir gerade bei der Berichterstattung sind, die unrühmliche Berichterstattung über den Schauprozess gegen mich, hat ja nun wieder ganz klar gezeigt, dass der Begriff Lügenpresse keinesfalls fehl am Platz, sondern eher wirklich zutreffend ist. Und da wir gerade eben dabei sind, nochmal ein Dank an wirklich alle, die da waren am Dienstag, mich dort unterstützt haben, an alle, die im Internet mir irgendwelche Sachen geschrieben haben. Vielen, vielen Dank, das macht natürlich Mut und gibt einem Kraft, diesen Quatsch dort durchzustehen. Den Vogel abgeschossen in der ganzen Berichterstattung hatte natürlich die Bild-Zeitung. Die geistigen Brandstifter da waren weit unter der Gürtellinie und wenn man so schon mal den journalistischen Niveau-Limbo tanzt, ist es immer wieder erstaunlich, wie es die Leute von Springer schaffen, mühelos auch unter einer bereits auf dem Boden liegenden Limbo-Stange durchzutanzen. Aber anstatt über die Widersprüche und offensichtlichen Lügen und Ausflüchte zweier Zeuginnen zu schreiben, die natürlich beide vom Staat ihre Mittel beziehen und ihr Leben so bestreiten, tja, anstatt dieser Berichterstattung mussten wir nun lesen und über irgendwelche Flecken auf meiner Hose, die sich da ergeben hatten, sonst irgendwas. Es war auf jeden Fall ganz weit unter der Gürtellinie, im wahrsten Sinne des Wortes. Darüber wurde natürlich nicht berichtet über diese zwei Damen, die sich dort völlig in Widersprüchen verwickelt haben. Außerdem wäre zur Berichterstattung auch noch geeignet gewesen ein Satz des Staatsanwaltes, der eigentlich zitiert gehört, der sagte sinngemäß: Ich kann zwar nicht beweisen, dass der Angeklagte tatsächlich Urheber der fraglichen Sachen ist, das müsse er aber auch gar nicht, reichen doch die diversen Indizien und Zeugenaussagen aus, das ohne Beweis zu belegen. Das bedeutet, ganz klar übersetzt, dass es in Deutschland jetzt so aussieht, die Schuld muss nicht mehr nachgewiesen werden. Es reicht, wenn es irgendwie ein paar zusammengeschusterte Bildlein gepaart mit willigen Zeuginnen gibt. Oberreichsanwalt Lautz wäre stolz auf diese Art der Beweisführung am Volksgerichtshof gewesen. So viel ist klar. Aber so viel zu meinem Schauprozess. Lasst uns über erfreuliche Dinge sprechen. Freunde, was soll ich sagen? Österreich zeigt, wie es geht. Mit einem erdrutschartigen Sieg hat die FPÖ, die Partei unseres Freundes Heinz-Christian Strache, mit ihrem Spitzenkandidaten Norbert Hofer in Österreich den ersten Wahlgang zur Bundespräsidentenwahl klar gewonnen. Deutlicher kann ein Volk seinen Willen wohl nicht ausdrücken und eine bestehende Regierung für deren Verrat am eigenen Volk bestrafen. Norbert, herzlichen Glückwunsch hier aus Dresden für deinen und viel Erfolg für den zweiten Wahlgang mit einem Riesenapplaus. Bei diesem zweiten Wahlgang werden zwar selbstverständlich sämtliche Volksvertreterparteien Österreichs gegen dich und die FPÖ in dem Falle zusammenarbeiten, um den Einzug eines Bundespräsidenten des Volkes, und das bist du, zu verhindern, aber sie werden es nicht schaffen. Wir glauben fest an dich und an deinen Sieg
und den Sieg der freiheitlichen Kräfte. Und natürlich wird Pegida wieder mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln über die sozialen Medien etc. etc. versuchen, dich zu unterstützen auf unsere Weise. Auch wenn das Marsmännchen es mittlerweile geschafft hat, ihr habt es gemerkt, es wurde unter anderem meine Facebook-Seite abgeschaltet mit über 28.000 Followern. Es wurden Administratoren von uns gesperrt, sodass momentan nur zwei Personen überhaupt noch auf unsere große Pegida-Facebook-Seite bedienen können. Alle anderen sind gesperrt. Das ist Meinungsfreiheit in Deutschland. Aber, Freunde, es ist... Aber Freunde, es ist trotzdem sehr ermutigend zu sehen, wie im Moment in ganz Europa die patriotischen Kräfte zunehmend erstarken und zu einer Macht zusammenwachsen, welche den politischen Filz mächtig säubern und dem Volk wieder eine Stimme geben wird. Durch all diese Kräfte, die zusammen auch für die direkte Demokratie stehen, denn egal ob PVV in Holland, FPÖ in Österreich, USFID in Tschechien, Vlaamsbelang in Belgien, UKIP in England und wie sie alle heißen, sämtliche patriotischen Kräfte haben alle ein Ziel gemeinsam auf der Fahne und dieses vereint sie. Und das heißt direkte Demokratie durch Volksabstimmungen. Und was unsere gewählten Volksvertreter eben davon halten, haben wir schon oft hier erwähnt. Sie trauen dem Volk nicht zu, vernünftig zu entscheiden und die Tragweite der Entscheidungen zu erfassen. Diese arrogante, volksferne, fettgefressene, selbstverliebte Politikerbrut maßt sich an, uns alle, jeden einzelnen Bürger unseres Landes. Und dabei ist egal, ob sie ganz links, links, grün, rechts, ganz rechts, oder wie wir von Pegida die politische und gesellschaftliche Mitte vertreten. Sie maßen sich an, über uns als dumm zu bezeichnen und über das Schicksal unseres Landes selbst mitzuentscheiden, trauen sie uns nicht zu. Und das muss ein Ende haben. Es treibt einem wortwörtlich die Zornesröte ins Gesicht, die Aussagen dieser selbstgerechten Kaste, und anders kann man sie nicht mehr bezeichnen, zu hören. Nehmen wir zum Beispiel unseren allseits beliebten Ralf Pöbelralle Stegner von der Scharia-Partei. Dieser üble Hetzer hat die Unverfrorenheit, die demokratische Entscheidung von ca. 40% des Volkes unseres befreundeten Nachbarlandes Österreichs als Schande zu bezeichnen und somit unsere Nachbarn vor den Kopf zu stoßen. Um es kurz zu machen, Herr Stegner, Sie sind der personifizierte Antidemokrat. Wenn Sie eine Wahl des Volkes, eines souveränen Staates so beschimpfen, und somit sind einzig und allein Sie eine Schande, und zwar für Deutschland. Auf der anderen Seite muss ich Pöbelralle allerdings wieder loben, ist er doch zusammen mit dem Masturbator, mit Fahimimimimi und unserem Fassunterschüler Sigmar ein fester Garant für den unaufhaltsamen Niedergang der SPD. Gebraucht wird sie ohnehin nicht mehr, da die CDU mittlerweile auf dem politischen Parkett SPD-Standpunkte vertritt und AfD und Pegida aktuell die Position der ehemals liberalen, konservativen und patriotischen Kräfte übernommen haben. Deswegen braucht man die SPD oder kann die weg? Dann weg. Und weil wir gerade bei weg sind, weg sollte schleunigst auch jede, und zwar jede Art der Zusammenarbeit mit dem türkischen Diktator Erdogan. An dieser Stelle möchte ich heute an den gestern vor 100 Jahren begonnenen Genozid, also den Massenmord an Armeniern durch das Osmanische Reich erinnern, welcher noch heute durch antidemokratische Meinungsfaschisten wie ein Erdogan abgestritten bzw. verharmlost wird. Eben dieser türkische Präsident, der diese Gräueltaten leugnet, versucht nun massiv auf innereuropäische Politik und Projekte einzuwirken.
So werfen die Dresdner Sinfoniker dem Despoten vor, Druck auf das Orchester und die EU auszuüben, um eine Nennung des Wortes Genozid bei den Aufführungen durch das Orchester zu verhindern. Die türkische Botschaft erdreistet sich tatsächlich, von der EU-Kommission die Fördergelder in Höhe von 200.000 Euro zurückzuverlangen. Und jetzt kommt der eigentliche Skandal. Die besagte EU-Kommission hat zwar nicht die Gelder sofort einkassiert, dafür aber das Orchester gebeten, also auf es eingewirkt, das Wort Genozid wirklich zu streichen. Des Weiteren hat besagte EU-Kommission das Förderprojekt von den eigenen Webseiten entfernen lassen. Auf diesen Webseiten soll man eigentlich über die Projekte dieser EU-Kommission und somit über die Verwendung unserer aller Steuergelder sich informieren können. Man kann also eins sagen, die EU, die EU-Kommission und vor allem die deutsche Regierung um Müngülü Mürkül vor dem türkischen Despoten wieder mal zu Kreuze kriechen und ihm derart weit in den undemokratischen Anus krabbeln, dass ich schon wieder das Licht der Mundhöhle sehen können. Apropos Licht in der Mundhöhle und apropos Hohl, habe ich doch einen Bericht gelesen, wo ein selbsternannter Modeblogger aus Dresden einen Tag in Burka durch Dresden spazierte. Nun mag man mag davon halten, was man will, aber das Experiment beweist für mich eines, und zwar das ganz klar, dass Dresden eben nicht fremdenfeindlich ist. Ist dem Kleinen ja schließlich am Ende des Tages nichts passiert, außer der zu erwartenden negativen Blicke. Diese negativen Blicke wiederum sind dem rechtmäßigen Unverständnis der westlichen Zivilisation gegenüber einer frauenverachtenden, menschenverachtenden, schwulenfeindlichen und faschistoiden Ideologie geschuldet, welche sich in eben dieser Burka manifestiert und die mit kaum einem anderen Symbol wie der Burka all die Menschenfeindlichkeit ausdrückt, für die sie steht. Und ich habe da mal eine Idee für den Kleinen. Wie wäre es, mal die Gegenprobe anzutreten, wenn hier ja so der Schandfleck Deutschlands ist, Dunkeldeutschland, brauner Fleck, was alles ist. Tritt mal die Gegenprobe an, Bübchen, und reise in ein islamisches Land und dort vertrittst du mal eines der Symbole, wofür unsere Kultur steht, und zwar in der Öffentlichkeit. Ich fordere also diesen Herrn Matthias Limmer hiermit auf, nach Saudi-Arabien zu reisen und dort einen Tag lang Händchen haltend mit einem anderen Mann durch die Straßen zu gehen. Dieses Händchen halten, lieber Herr Limmer, genau dieses Händchen halten ist ein Symbol für die Errungenschaften unserer westlichen Welt. Genau wie die Burka es ja angeblich ist für die morgenländische Kultur. Am Ende des Tages rechnen wir einmal ab, wo dem Büblein mehr Verständnis und mehr Toleranz widerfahren ist. Ob es im ach so braunen, intoleranten, rechtsradikalen Sachsen nennt oder im sicherlich ach so bunten, toleranten Land der angeblichen Religion des Friedens ist, wo er besser davon kommt. Ich wette, dass selbst nach Verlust seines Kopfes im intoleranten Saudi-Arabien immer noch sinnlose Entschuldigungen für die menschenverachtende Ideologie des Islam kommen werden von dem Mann. Ich für meinen Teil sage, Matthias Limmer, Thema der Hausaufgabe verfehlt, 6 Sätzen. In diesem Sinne. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke Dresden. Und ich darf nahtlos übergeben zu unserem ersten Gastredner, den wir heute hier begrüßen in Dresden. Ihr kennt ihn alle schon. Es gibt wohl kaum einen, der intensiver und besser sich mit dem Koran beschäftigt hat und mit dem Islam als Michael Sturzenberger. Guten Abend, Dresdner Patrioten! Freunde, der Lutz hat's gesagt, der Wind dreht sich in Europa. Und der Wind wird von Österreich nach Deutschland hinüberwehen, damit der gesunde Menschenverstand auch bei uns weiter erwacht. Über 35% für den Kandidaten der FPÖ,
nur jeweils 11% für die Kandidaten der schwarzen und roten Regierungsparteien. Ein deutliches Zeichen. Danke, Österreich! Und auch wir haben ja mittlerweile eine politische blaue Alternative. 24% in Sachsen-Anhalt, 15% in Baden-Württemberg, 12% in Rheinland-Pfalz. Klasse, weiter so! Und Björn Höcke von der Alternative für Deutschland hat gesagt, Pegida ist die Vorfeldorganisation der AfD. Das ist ein Riesenkompliment an euch alle, an Lutz, an Sigi, Tatjana und alle, die hier stehen. Wir alle zusammen haben den Riss in die Mauer des Schweigens hineingehauen. Und die AfD hat jetzt mit ihrem politischen Vorstoß, mit der Aussage, dass der Islam eine politische Ideologie ist, die verlogenen Heuchler der etablierten Parteien mächtig ins Spitzen gebracht, Freunde. Ja! Und das wird weitergehen. Heute an diesem Montag veröffentlicht Thilo Sarrazin sein neues Buch Wunschdenken. Und ihr kennt ihn alle. Thilo Sarrazin hat 2010 mit seinem Buch Deutschland schafft sich ab ein erstes Zeichen gesetzt, dass der Wind sich drehen muss. Danke, Thilo! Sein neues Buch heißt Wunschdenken, Europa, Währung, Bildung, Einwanderung, warum Politik so häufig scheitert. Und er sagt, wir schaffen es nicht. Im Gegensatz zu unserer Bundeskanzlerin. Und hier ist eine schöne Fotomontage von unseren Freunden hier. Angela und Erdogan in einer Symbiose. Und Lutz hat es richtig gesagt, niemals einen Pakt mit diesem Diktator, der gesagt hat, ihr habt alle noch in Erinnerung, die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufspringen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten. Das wollen wir in Deutschland nicht! Niemals! Niemals! Widerstand! 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 Aber solche Bajonette wollen sie euch jetzt auch hier in Dresden reinpflanzen in den Boden. Ihr habt es mitbekommen. Nach Leipzig, wo sie im Herbst schon anfangen bauen zu wollen, und Chemnitz, wo sie einen Standort suchen, wollen sie jetzt auch bei euch im schönen Dresden eine Moschee hinbauen mit Minaretten. Wollt ihr das? Richtig, Freunde. Und die Schweizer wussten ganz genau, warum sie im Jahre 2009 der Minarettverbotsinitiative der Schweizer Volkspartei mit 57% recht gegeben haben. Die Schweizer sind schlau und wir sind's auch. Das wollen wir nicht in Deutschland. Und es gab kluge Schweizer, die gesagt haben, das sind keine Minarette, das sind Schläferraketen. Genau das sind es, Freunde. Minarette, wie es der Erdogan sagt, Bajonette, Waffen. Wenn die in den Boden gerammt sind, markieren sie islamischen Boden. Das ist Besitzübernahme durch den Islam. Und das werden wir bei uns nicht zulassen. Und deswegen Gratulation zu dem AfD-Vorstoß, dass sie es verbieten wollen, dass Moscheen gebaut werden und Minarette, solange nicht geklärt ist, dass der Islam endgültig, ja, sich von der Gewalt, vom Töten, vom alleinigen Machtanspruch, der Intoleranz, der Frauenunterdrückung und der Scharia distanziert, und zwar schriftlich für alle Zeiten. Yeah!
Freunde, und die Typen, die das bei euch in Dresden bauen wollen, eine Moschee mit Minarett und Kuppeln und allem drum dran, heißen Ahmadiyya. Das sind Moslems, genau wie die anderen auch. Auch sie berufen sich auf Mohammed, auf den Koran, ja, aber sie täuschen. Sie bringen so Sprüche, Liebe für alle, Hass für keinen, Muslime für den Frieden. Das ist alles gelogen und geheuchelt. Freunde, der Gründer der Ahmadiyya, der hieß Mirza Ghulam Ahmad. Im Jahr 1890 hat der gesagt, als Gründungsmotto der Ahmadiyya, ich bin gesandt worden, um das Kreuz zu brechen, das Schwein zu vernichten. Freunde, wisst ihr, was das bedeutet? Kreuz steht fürs Christentum, Schwein fürs Judentum. Die Ahmadiyya wollen das Christentum und das Judentum vernichten. Das dürfen wir nie zulassen in Deutschland. Und dieser Gründer der Ahmadiyya hat auch gesagt, die Tage werden kommen, in der Tat sind sie nahe. Wenn dies die einzige Religion sein wird, Allah wird außerordentliche Segnungen auf diese Religion und diese Bewegung ausschütten. Er wird jeden zerschlagen, der uns zu stören sucht. Wollt ihr diese Brut in Dresden haben? Nein! Richtig, Freunde! Und er hat gesagt, es wird nur eine Religion in der Welt geben und nur einen Führer. Das ist Faschismus, Freunde! Original islamischer Faschismus. Also lasst euch nicht täuschen. Die wollen im Juni eine Informationskampagne beginnen, diese Ahmadiyyas, mit Infoständen. Und dann werden sie grinsen, ja, und werden euch sagen, ach, wir sind friedlich und lieben euch alle. Es sind Wölfe im Schafspelz, Freunde. Ja. Ausbisten! Ausbisten! Und der vierte Kalif, Mirza Tahir Ahmad, hat in seiner Rede zur Jahrtausendwende 2000-2001 gesagt, beim ersten Aufstieg des Islams war der Untergang der christlichen Völker nicht endgültig, aber sein Wiederaufstieg in unserer Zeit wird die vollständige Verdrängung der Lehrsätze des Christentums herbeiführen. Da kann ich nur sagen, pfui! Pfui! Weiter, in seiner Freitagsansprache vom 19.04.1996 hat er gesagt, ich bin sicher, dass wenn der Endsieg des Islams kommt, und er wird bestimmt kommen, dies durch die Ahmadiyya der Fall sein wird. Das müsst ihr mal vorstellen, die kündigen auch noch den Sieg des Islams an. Und bei uns im Westen haben die idiotischen Landesregierungen von Hessen und Hamburg mit denen schon einen Staatsvertrag abgeschlossen. Ja? Also hoffentlich sind hier die Sachsen nicht genauso blöd, ja, wie hier im Westen unsere. Und ihr könnt den Druck ausüben. Ihr, jeder Einzelne von euch, Protestaktionen gegen diese Infostände der Ahmadiyya. Zeigt, was ihr von diesen Faschisten haltet. Und sie behaupten auch, die lügen wie die Pest, wie gedruckt. Sie behaupten, Islam und Demokratie sei vereinbar. Und in den Prinzipien der Ahmadiyya steht, das grundlegende Prinzip, dass letztendlich alle Rechte zu regieren Allah gehören und er der Herr der Herrschaft ist, wird im Heiligen Koran auf verschiedene Weise ausgedrückt. Daher kann es im Islam keine Demokratie geben, wo selbstbestimmte Individuen über ihre Gesellschaft entscheiden. Also Freunde, glaubt niemals diesen ganzen Heuchlern hier, demokratisch und friedlich. Sie wollen den Sieg, sie wollen die alleinige Herrschaft und das wollen sie erreichen, indem sie uns täuschen. Aber wir herrschen! Und in Punkt 10 ihrer Beitrittsbestimmungen ist festgelegt, Gehorsam bis zum Tod. Also, eine original faschistische Sekte. Also Dresdner, lasst euch bloß nicht dieses faule Ei in euer schönes Nest hineinlegen. Und es gibt noch was zu denen zu sagen. Ende 2014 haben Medien herausgefunden, dass diese Ahmadiyya ein lukratives Geschäftsmodell betreiben. Es ist nämlich folgendes.
Die Ahmadiyya behaupten nämlich, dass ihr Gründer, ihr Mirza Ghulam Ahmad, ein Prophet sei. Deswegen betrachten die anderen Moslems, die Sunniten und Schiiten, die als Abtrünnige, weil sie ja sagen, Mohammed ist der letzte Prophet, das Siegel der Propheten. Deswegen gelten die also als Abtrünnige, wenn auch als Nicht-Moslems in Pakistan und Afghanistan bezeichnet. So, und deswegen haben Ahmadiyya-Angehörige in Pakistan und Afghanistan einen Asylgrund, weil sie ja verfolgt werden. Und diese Ahmadiyya-Zentrale in Frankfurt, so haben Medien herausgefunden, stellen denen also für viel Geld eine Bescheinigung aus, diesen Leuten aus Afghanistan und Pakistan, dass sie also Ahmadiyya-Angehörige sind, damit die dann hier nach Deutschland kommen. Die schleusen uns also afghanische und pakistanische Moslems hier ins Land rein. Ja, laut Medienberichten. Schleuser, denen das Handwerk gelegt werden muss. Richtig! Abschieben! 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 Freunde, und in dieser Sekte muss jeder von seinem Nettoeinkommen 6% an die Ahmadiyya-Sekte abführen. Deswegen haben die eine Menge Geld. Weltweit sind es 20 Millionen und 40.000 in Deutschland. Und die wollen mit einem 100-Moscheen-Projekt unser Land zupflastern, Eroberungsbastionen sammeln und jetzt auch drei in Sachsen, Leipzig, Chemnitz, Dresden. Das werden wir verhindern, Freunde! Widerstand! 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 Freunde, und der Thilo Sarrazin, der hat also in dem Buch, was heute erscheint, heute zum ersten Mal in den Buchhandlungen, Wunschdenken, hat er etwas gesagt, was auch Pegida seit Jahren formuliert. Er sagt, nicht jedwede Form von Unterdrückung und jedwede ethnisch und religiös motivierte Unruhe kann ein Asylgrund sein. Menschen, die wegen kriegerischer Auseinandersetzungen fliehen, sollten unmittelbar in ihren Ländern oder in den Nachbarstaaten humanitäre Unterstützung finden. Wenn Kriege ein Asylgrund sind, so müssen wir befürchten, dass irgendwann halb Afrika und der halbe Nahe Osten in Europa asylberechtigt sind. Und das wollen wir nicht! Freunde, es ist unser Land! Und wie jeder Hausbesitzer in sein Haus nur reinlässt, wen er reinlassen will, lassen wir nur diejenigen rein, die wirklich im Grund und vom Gesetz her legitimiert sind. Und das sind nur politisch Verfolgte. Und die anderen, die aus irgendwelchen islamischen Kriegen flüchten, sollen in die Nachbarländer rein. Also von Syrien aus, Türkei, Jordanien, ja, vielleicht auch mal in die stinkreichen arabischen Länder, Saudi-Arabien und Katar, die schwimmen Geld. Wir haben auch Millionen Zelte, sollte dahin, aber nicht durch die halbe Welt nach Europa, zu uns in das gemachte Nest und die Sozialtöpfe abgreifen. Das muss abgestellt werden, rigoros! Denn wer leiden muss unter dieser massenhaften Einwanderung von Kulturfremden, von frauenfeindlichen jungen Männern, sind die Frauen. Und ich habe heute hier schöne Schilder gesehen, ja, eine nackte Frau und ein Handzeichen drauf durchgestrichen, Finger weg, Hände weg. Freunde, solche Schilder werden wichtig sein jetzt im Frühjahr, im Frühsommer, wenn es warm wird, wenn die Frauen draußen leicht bekleidet unterwegs sind. Freunde, wir werden jeden Tag von Vergewaltigung hören. Wir wollen nicht, dass unsere Frauen belästigt, begrapscht und vergewaltigt werden. Und schuld sind unsere etablierten Politiker, in erster Linie die da, die Merkel. So stur, die sagt immer noch, stur wie eine Ziege, der Islam gehört zu Deutschland. Ja, das ist irre, Freunde. Wenn man jetzt noch in dieser Diskussion, wo eigentlich jeder
mittlerweile weiß, wie gefährlich der Islam ist. Ja, das kann man nicht mehr leugnen. Und wenn die immer noch behauptet, der Islam gehört zu Deutschland, dann ist man entweder total faktenresistent oder total verlogen. Könnt ihr euch aussuchen. Und deswegen muss die Frau wirklich weg. Merkel muss weg! 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 Und Thilo Sarrazin, ein kluger Kopf, er sagt auch noch, wenn ein Land glaubt, dass es Einwanderung braucht, so soll es die am besten geeigneten Kandidaten dort einwerben, wo ihm dies zweckmäßig erscheint. Jawohl, danke Thilo, so ist es. Wir holen nur diejenigen Leute, die wir brauchen, wirkliche Facharbeiter und keine Facharbeiter zum Klauen, ja, und zum Vergewaltigen und zu sonstigen Dingen. Die brauchen wir nicht. Freunde, und als der Lutz im Herbst 2014 auf den Straßen Dresdens gesehen hat, wie sich Kurden und Türken gegenseitig bekriegt haben auf Dresdens Straßen, das war die Geburtsstunde von Pegida. Da hat er gemerkt, hier läuft was falsch. Und wie weitsichtig er damals schon war, haben wir vor 2 Wochen gesehen. Gell? An dem Sonntag war überall in Deutschland waren Demonstrationen von Türken, ja, die gegen die Kurden demonstriert haben. Und die Kurden dagegen, da flogen Steine, die haben sich bekriegt. Freunde, wenn sich Türken und Kurden die Köpfe einschlagen wollen, sollen sie es in der Türkei machen, aber nicht bei uns. Und Stellvertreterkriegen auf deutschem Boden. Wir wollen weiterhin Ruhe, Frieden und Sicherheit in unserem Land haben, wie wir es von unseren Eltern und Großeltern gewohnt sind, was sie geschaffen haben, das wollen wir halten. Und wir wollen kein unsicheres und kriegerisches Land haben. Freunde, in Essen haben jetzt Moslems einen Bombenanschlag auf eine Hochzeitsgesellschaft der Sikh gemacht. Sikh ist auch eine andere Religionsgemeinschaft. Also Freunde, Moslems gegen Sikh, auch bei uns in Deutschland. Und was hat der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger, SPD, ja, Scharia-Partei Deutschlands, die Nichtswisser, gesagt? Der Täter sei wirr gewesen. Ja, weil es noch nie einen Anschlag auf Sikh gegeben hätte. Der Täter wäre unlogisch radikalisiert worden. Leute, der Jäger hat weder vom Tuten noch vom Blasen eine Ahnung. Der Islam bekämpft alle Ungläubigen. Hier in diesem Buch steht es drin. Tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet. Und die Sikh gehören genauso dazu wie die Juden und Christen und Hindus und sonstige. Ja, der Islam bekriegt alle und das kapieren diese SPD-Typen nicht. Deswegen müssen die weg und die bewegen sich völlig zu Recht in den Umfragen auf 10% zu. Weg mit denen! Und jetzt hat diese SPD tatsächlich einen Faktencheck zum Islam auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Leute, und das ist jetzt kein Witz, was ich euch vorlese, das haben die allen Ernstes dort hier auf ihrer Internetseite hingeschrieben. Es gibt keinen politischen Islam, sondern nur Parteien, die sich auf den Islam berufen. Leute, die haben keine Ahnung, der Islam ist politisch von Anfang an, seitdem der Mohammed diese Religion begründet hat, war er Staatsführer, Gesetzgeber, hat Kriege geführt, hat die anderen unterdrückt und töten lassen und aus dem Mutterland des Islams, Saudi-Arabien, rausgeworfen. Der Islam ist eine politische Ideologie. Dann haben sie hingeschrieben, ein Minarett ist wie ein Kirchturm, kein Herrschaftssymbol. Ja? Keine Ahnung. Ein Kirchturm ist wirklich kein Herrschaftssymbol. Da wird friedlich mit Glockengeläut zum Beten gebimmelt. Ein Minarett ist ein Herrschaftssymbol. Das zeigt, markiert islamischen Boden. Ja? Die lügen uns an, die Scharia-Partei Deutschlands. Die steht für den Untergang, für Islamkollaboration, für die Übergabe unseres
unseres Landes an den Islam. Schimpf und Schande über diese SPD! Dann haben sie geschrieben, ein Kopftuch ist kein Zeichen der Unterordnung der Frau unter einen Mann. Es ist nur noch zum Lachen. Ja? Natürlich ist das Kopftuch die Unterordnung. Im Islam ist die Frau nur halbwertig. Sie soll geschlagen werden, wenn sie widerspenstig ist. Und sie soll sich verhüllen, dass sie den Mann nicht reizt. Ja? Weil ja im Islam die Männer triebgesteuert sind, ja, und sofort auf Reize hier reagieren mit Anspringen und Vergewaltigen. Haben wir alles in Köln und anderen Städten an Silvester erlebt. Wollen wir solche triebgesteuerten Typen in Deutschland? Nein! Eine muslimische Frau, die Kopftuch hat oder Chador oder Burka oder sonst was, gilt als ehrbar, die darf nicht vergewaltigt werden. Und im Umkehrschluss gelten die Frauen, die nicht verhüllt sind, ohne Kopftuch, gelten als die Schlampen, die Unehrbaren, die sind freiwillig. Und das droht uns, wenn diese Islamisierung so weitergeht, Freunde. Und jetzt ein schönes Beispiel von islamischen Herrenmenschen im Westen. Es gibt einen Mohammed Issa, der ist Besitzer der Auto- und Tuning-Werkstatt Issa Performance in Recklinghausen. Wisst ihr, was der gesagt hat in Reaktion auf die Anti-Asyl-Demonstration in Klausnitz am 18. Februar? Auf seiner Facebook-Seite, kann jeder nachschauen. Ich ficke jede einzelne Mutter aus Sachsen, ihr Hurensöhne. Versucht solche Aktionen im Ruhrpott und dann werdet ihr das Land verlassen. Freunde, so weit ist es schon bei uns im Westen. In Nordrhein-Westfalen ist es am schlimmsten. Ja? Da sind schon Millionen von denen. Und ihr Sachsen, ihr habt vollkommen recht, dass ihr rüberschaut zu uns und seht, das wollt ihr nicht. Solche Typen wie diesen Mohammed Issa wollt ihr hier nicht haben. Und deswegen steht ihr rechtzeitig auf. Ihr seid klug, ihr habt Weitblick, ihr seid schlau. Und wie idiotisch sind die Vorhaltungen von irgendwelchen idiotischen Politikern, die sagen, ihr habt doch so wenig Moslems, ihr könnt doch gar nicht wissen, was das los ist. Ihr könnt schauen, ja, ihr seht, was im Westen los ist. Und deswegen habt ihr vollkommen recht. Macht weiter so. Lasst es nicht zu, dass das schöne Sachsen so im islamischen Sumpf versinkt wie der Westen. So, und diese Scharia-Partei, das ist wirklich ein Skandal, was die für Lügen auf ihrem Faktencheck veröffentlichen. Der Islam ist eine Religion wie das Judentum oder das Christentum und kann wie jede Religion politisch instrumentalisiert werden. Freunde, das ist eine Beleidigung des Christentums und des Judentums. Kennt ihr eine christliche Terrorbande, die rumläuft und schreit, Jesus Christus ist größer und tötet? Kennt ihr eine jüdische Terrorbande? Nein, aber wir kennen ungefähr 20 islamische Terrorbanden. Sie rufen, Allah ist größer, sie töten und morden und berufen sich auf dieses Buch hier. Das gibt es im Juden und Christentum nicht. Und deswegen ist es eine gottverdammte Lüge, wenn die sagen, der Islam kann wie das Christentum und Judentum politisch missbraucht werden. Schimpf und Schande SPD! Und dann sagen sie auch noch, Moscheen sind Orte gemeinsamer Andacht sowie kultureller und sozialer Aktivität. Freunde, Moscheen sind nicht selten Waffenlager, sind Versammlungsräume, da werden Pläne geschmiedet, weil es eine politische Ideologie ist. Ja? Und deswegen kann man nur eins sagen, SPD, rote Karte, so rot wie das Parteiabzeichen. Und jetzt noch ein Wort zur Kirche. Die Kirchenfunktionäre sind vollkommen verblödet. Die setzen sich für den Islam ein. Der Stadtdekan der katholischen Kirche in Stuttgart, Christian Hermes, der hat zu der völlig richtigen Feststellung,
von Alexander Gauland und Beatrix von Storch, dass der Islam eine politische Ideologie ist, hat er gesagt, das ist verantwortungslos, niederträchtig, selbst verfassungsgefährdend und hat volksverhetzenden Charakter. Die AfD ist der Zwilling der Islamisten und deren stärkste Unterstützerorganisation in Deutschland. Freunde, das ist fortgeschrittenes Stockholm-Syndrom, dass das Opfer sich mit dem Täter gemein macht. Wie kann man so idiotisch sein? Das Christentum wird verflucht vom Islam. Es soll bekämpft, unterworfen werden und wenn man sich wehrt, sollen Christen getötet werden. Wie kann man so idiotisch sein, als Kirchenvertreter das auch noch zu verteidigen? Diese Pfaffen sollten aus ihren Kirchen rausgejagt werden. Und genauso bescheuert hat sich der Erzbischof von Köln ausgedrückt. Das ist genau dieser Kölner Dom, der verdunkelt wird, wenn Pegida läuft, aber hell strahlt, wenn Moslems Terroranschläge machen. Diese Islam-Kollaborateure. Und auch er hat gesagt, die AfD ist verfassungsfeindlich, nicht der Islam. Und er hat auch noch gesagt, dass die Religionsfreiheit dem Islam hier alles gestattet. Der hat keine Ahnung vom Grundgesetz, Freunde. Wir haben eine Bekenntnisfreiheit. Man kann sich bekennen, zu was man will. Aber es gibt keine Religionsausübungsfreiheit. Und jeder Artikel im Grundgesetz, Freunde, unterliegt den allgemeinen Gesetzen, die das Leben, Gesundheit und die Freiheit der Bürger schützen. Und der Islam bedroht diese Gesetze mit allen seinen Bestimmungen. Deswegen gibt es keine Religionsfreiheit für den Islam, dass die Moscheen bauen dürfen und ihre Religion ausüben dürfen. Der Islam ist verfassungsfeindlich. Freunde, und Gott sei Dank haben wir Politiker, die durchblicken und die den Mut haben, die Wahrheit zu sagen. Gerd Wilders, den Lutz und seine Freunde hier nach Dresden geholt haben, wir werden es nie vergessen, im April letzten Jahres, als er hier gesprochen hat, Gerd Wilders, der mutigste Politiker Europas. Und er hat gesagt, wir müssen den Menschen die Wahrheit sagen. Die Ursache für all dieses Blutvergießen ist der Islam. Wir müssen den Westen de-islamisieren. Das ist der einzige Weg, unser Leben und unsere Freiheit zu schützen. Danke, Gerd, du hast recht und wir folgen dir. Und überall in Europa werden immer mehr Menschen aufstehen, immer mehr Parteien sich bilden, die den gesunden Menschenverstand zurückbringen. Und hier, Pegida Dresden, hat die historische Leistung geliefert, dass diese Botschaft in ganz Deutschland, Europa und in der Welt bekannt wurde. Freunde, und hier sehe ich ein schönes Schild. Wir alle sind Lutz Bachmann und wir sind viele. Danke, wir alle sind Lutz und wir drücken ihm die Daumen, dass dieses Gerichtsverfahren gut ausgeht. Und es ist schwer zu vermuten, dass es ein politischer Prozess wird, weil Pegida hat wirklich die Welt in Bewegung gesetzt. Der Außenminister Steinmeier, der hat in der arabischen Welt, hat er sich anhören müssen, ja, was ist denn mit Pegida, was ist denn da los? Ja, und dann hat er gesagt, eine Schande für Deutschland, dieser Schleimscheißer, ey, dieser, also wirklich unglaublich. Pegida ist keine Schande für Deutschland, Schande sind diejenigen, die Pegida bekämpfen. Solidarisch mit uns erklärt. Der Chef der AfD in Bayern, Peter Biston, hat gesagt, die Alternative für Deutschland wendet sich zudem entschieden gegen eine Diffamierung von Islamkritik als Islamophobie oder gar Rassismus. Den Islamkritikern und ihren Zielen gilt angesichts vielfacher Verfolgung und Bedrohung unsere Solidarität. Danke, AfD! Und jetzt ganz kurz noch zum Schluss. Ich werde ja auch ständig durch die Gerichtssäle gejagt.
Am 25. Mai ist meine Berufungsverhandlung in Graz. Ja? Da haben sie mich in der ersten Instanz zu 4 Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt und 1000 Euro Geldstrafe, weil ich einen Ex-Moslem zitiert habe, den Nassim Ben Iman. Ein mutiger Mann, der aus dem Islam ausgestiegen ist, weil er mit der ganzen Gewalt und dem Töten und dem Morden nichts mehr zu tun haben wollte. Und er hat gesagt, und er hat es auch in seinem Buch niedergeschrieben, wenn ein Moslem seine Glaubenswerte ernst nimmt und ein Moslem zurückkehrt zu dem, was Mohammed gesagt hat und das, was im Koran drinsteht, ist er, wenn er ein vorbildlicher Moslem ist, morgen in erster Linie dabei, ein Krieger Gottes zu sein, weil das einfach ein Teil des Glaubens ist. Es ist immer die Frage, wo steht der Moslem, was kann aus seinem Leben werden, was nicht heißt, alle Moslems sind Terroristen, aber alle Moslems sind potenzielle Terroristen nach der islamischen Lehre. So schaut's aus, Freunde. Und ich werde am 25. Mai hoch erhobenen Hauptes in Graz in den Gerichtssaal gehen und werde sagen, ich stehe dazu, dass ich Nassim Ben Iman zitiert habe, und wenn ihr mich verurteilen wollt, könnt ihr mich verurteilen, aber ihr werdet euch schämen müssen dafür, denn in wenigen Wochen und Monaten und Jahren wird es klar werden, dass es richtig ist, was wir gesagt haben, und dann können sich alle entschuldigen bei uns. Danke Dresden, danke Sachsen, danke Deutschland. Und vor allem danke Micha. Ja, Freunde, ganz aktuell habe ich gerade noch was reinbekommen. 2 Sachen. Das erste Mal, gib nochmal bitte meinen Zettel. Das erste von der Polizei, ganz wichtig. Die Auflage mit den 1,50, die Fahnenstangen, bitte unbedingt heute einhalten. Ansonsten, die Leute werden wirklich dort aussortiert, bekommen einen Ausschluss von der Veranstaltung und müssen mit einer Anzeige rechnen. Also bitte haltet euch dran. Haltet euch einfach dran. Ich soll das nochmal durchsagen. Die zweite Sache, die gerade ganz aktuell reinkommt, ist ein Bescheid der Staatsanwaltschaft Hamburg bezüglich unserer Strafanzeige wegen Volksverhetzung gegen eine Zeitschrift, gegen die Hamburger Morgenpost in dem Fall, wegen diesem braunen Schandfleck. Also unsere Anzeige, ich fasse es ganz kurz zusammen, die Ermittlung gegen den Beschuldigten Harald S. Punkt, ich kürze es jetzt mal ab, ist gemäß § 170 der Strafprozessordnung eingestellt worden, weil kein hinreichender Tatverdacht besteht. Das bedeutet, also ich bin ja gerade angeklagt, ich erkläre euch das nochmal ganz kurz, weil ich angeblich irgendwelche Sachen geäußert oder geschrieben haben soll, die einen gewissen Anteil der Bevölkerung beleidigen und zu Unruhen führen können, also den öffentlichen Frieden stören. Das ist in dem Fall, wenn eine Zeitung das komplette Sachsen diffamiert, und am nächsten Tag gab es ja dann schon die Reaktion, da haben irgendwelche in Berlin die sächsische städtische Vertretung angegriffen, mit Steinen beworfen. Also dort ist wirklich etwas passiert auf diese Volksverhetzung hin. Das ist in dem Fall, wenn es ein Journalist macht, kein hinreichender Tatverdacht, und damit wird das Verfahren eingestellt. Wir haben getan, was wir konnten. Wir kommen dort nie weiter. Wir werden uns das also gefallen lassen müssen, beschimpft zu werden von der Presse, egal wie sie es auch immer wollen und drehen. Und damit... Wir werden das natürlich nochmal von den Anwälten durchgehen lassen, ob wir dort irgendwie einen Einspruch einlegen können. Aber ihr seht, die Macht von der sogenannten vierten Gewalt im Staat ist mittlerweile so groß, dass auch Gerichte sich dem beugen und Staatsanwaltschaften. So, und da sind wir bei jemandem, der hat gerade gesagt, ich soll ja nicht das Thema Fußball ansprechen. Begrüßt mit mir unseren Holländer Ed. Guten Abend, liebe Freunde, Patrioten und Freiheitskämpfer. Erst möchte ich auch mal einen Gruß nach Österreich. Herzlichen Glückwunsch mit 37% Erhöhung und FPÖ aus Holland auf. Und am Donnerstag war ich in Middelburg. Da bekam Angela Merkel den Four Freedoms Prize. Diese Verleihung
war genauso eine Farce wie der Friedensnobelpreis damals vor Barack Obama. Wenn von dieser angeblichen Führungsqualität in den verschiedenen Bereichen bekam Mutti diesen Preis. Barack Obama hat damals nicht den Friedensnobelpreis eigentlich bekommen müssen, weil er nicht für Frieden gesorgt hat. Und Merkel lässt keine Führungsqualität sehen, auf welchem Gebiet dann auch. Weil, Frau Merkel, ist Führung Zeichen in einer finanziellen Krise, dass du jeder bietet, den Geldbeutel aufzumachen, in ein Fass ohne Boden zu schmeißen mit dem Namen Griechenland? Ist Führung in einer Ukraine-Krise Zeichen, dass du die Opposition hilfst bei einem Staatsstreich? Ist Führung in einer Flüchtlingskrise Zeichen, dass wir alle Türen öffnen und die Tsunami an Glückssuchern immer größer wird? Ist Führung Zeichen bei großer Unzufriedenheit von deines Volks, dass du in deinen Neujahrsrede Pegida-Demonstranten angreifst und sagst, dass sie Hass verbreiten, statt mit denen ins Gespräch zu gehen? Welches Führung Zeichen im Fall Böhmermann, dass du das unmittelbare Problem löst, aber damit einen gefährlichen Präzedenzfall schaffst und die Meinungsfreiheit unterdrückst? Wir sollten auch nicht das Gesetz ändern, Frau Merkel, wegen Beleidigung eines befreundeten Staatsoberhaupts. Aber wir müssen mal sehen, wer sind unsere Freunde und wer sind nicht unsere Freunde. Und ein Ziegenficker wie Herr Erdogan ist nicht unser Freund. Merkel lässt jedes Mal sehen, dass sie nicht geeignet ist, in die Führungsrolle zu übernehmen, wie wir Demokraten das erwarten von einer Kanzlerin. In vielen Fällen übernimmt sie die Führungsrolle wie ein Diktator, tut das ohne die Mehrheit des Volkes hinter ihr zu haben. Ein Vor-Friedensort-Aufzeichnung einer Person überreichen, die in Europa für Spaltung zwischen Ländern und Bevölkerung sorgt. Ein Vor-Friedensort-Auszeichnung einer Person überreichen, die ein Mitschuld trägt an die Geschehnisse in Köln in der Silvesternacht. Ein Vor-Friedensort-Auszeichnung einer Person überreichen, die dazu sorgt, dass viele Menschen in Angst leben, Angst haben um ihre Frauen und Kinder. Ein Vor-Friedensort-Auszeichnung einer Person überreichen, die dafür sorgt, dass unsere Wohlfahrt in Gefahr kommt und Fremde wichtiger findet wie ihre eigenen Landsleute. Nein, dieser Preis hat am Donnerstag eine Person bekommen, die total ungeeignet ist. Und derjenige, der entschieden hat, dass diese Volksverräterin den Preis bekommt, hat die Botschaft Roosevelt nicht verstanden und zeigt, dass es nicht um ihre Verdienste geht für Freiheit, aber nur um ein politisches Signal zu setzen. Und das Signal heißt dann auch, wir von der Elite feiern einander. Wir von der Elite brauchen euch nur einmal in den 4 Jahren, damit ihr uns wählt. Und weiter bitte Klappe halten. Sogar Helmut Kohl, der Angela Merkel im Jahr 1990 zu seinem Kabinett als Ministerin für Frauen und Jugend holte, hat sich immer wieder vor Merkel geschämt. Weil Madame konnte noch nicht mal anständig mit Gabel und Messer essen. Und er auch sagt in der Öffentlichkeit, dass sie große Fehler macht in der Flüchtlingskrise und kein guter Führungsstil hat. Es ist unglaublich, dass jemand, die in einer DDR-Diktatur aufgewachsen ist, vor die der Fall der Mauer Bewegungsfreiheit und Redefreiheit gebracht hat, uns jetzt in eine EU-Diktatur auflegen will. Ihre Aussagen über das Ereignis des Referendums in den Niederlanden waren da sehr klar. Da sagte Merkel trotz dieses überwältigenden Nein meiner Bevölkerung gegen das Assoziierungsabkommen, es was ihr betrifft, einfach trotzdem weitergeht. Wie kann jemand, der Kanzlerin ist und auf seiner Homepage geschrieben hat, dass ihr die christlichen Werte sehr wichtig sind, eine Tsunami an Islamisten und Invasoren reinlassen. Islamisten, die alles tun werden, um diese Normen aus Europa zu vertreiben. Wie kann jemand, über wen gesagt wird, dass sie lesbisch ist und eine Scheinehe führt, eine barbarische Ideologie wie der Islam, die Homosexualität verachtet, umarmen?
Wie kann jemand für eine friedliche Revolution und die Wiedervereinigung in Deutschland nach dem Fall der Mauer ein bedeutendes und positives Ereignis gewesen ist, Leute wie Pegida, die friedlich vor Freiheit demonstrieren, wegräumen als Hetzer und Rassisten. Das geht nur, wenn du die schlechteste Kanzlerin bist, die es nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gegeben hat. Jemand, der sein Land nicht liebt, jemand, der sein Volk nicht liebt, aber pur aus eigener Interesse diesen Posten akzeptiert hat. Merkel ist eine echte Volksverräterin. Sie müsste nicht den Four Freedoms Award bekommen, aber vor das Internationale Strafgerichtshof in Den Haag erscheinen. Seit Merkel ist das Auseinanderfallen der EU noch nie so nah gewesen. Weil seit Merkel ist Krieg noch nie so nah gewesen. Weil seit Merkel ist die Spaltung zwischen Ost und West noch nie so groß gewesen. Es ist mehr als deutlich, Merkel ist die gefährlichste Frau in Europa. Sie muss so schnell wie möglich weg, um die politische Wende zu schaffen in Europa. Merkel muss weg, weil wir wollen, dass Deutschland Deutschland bleibt. Deutsche müssen Deutsche bleiben und die Deutschen müssen die Normen und Werte auch in Deutsch bleiben. Wir müssen aber bei Pegida zeigen, was Führung ist. Lutz, Tatjana und Sigi sollen uns zeigen, wo der Weg hingeht. Wir folgen, weil nur zusammen sind wir stark. Nur zusammen als Einheit schaffen wir uns das Ding zu drehen. Zusammen, alle kleinen Differenzen sind da nicht wichtig. Es geht uns nur um eines, das große Ziel. Merkel muss weg! Danke Dresden, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Spazieren. Danke, Ed. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass wir eine Runde spazieren gehen und dann über die Prager Straße hier zurückkommen. Bitte Ablauf über die Gleise nach vorn und dann über die St. Petersburger Straße einfach dem Führungsbanner folgen. Und wir sehen uns dann wieder hier auf dem Platz. Vielen Dank. Der Sigi spricht dann auch noch und denkt an die Fahnenstangen, bitte. Ich weise nochmals darauf hin. Es gibt sonst wirklich diesmal Ärger. Also Freunde, bis gleich wieder hier. Thank you.
Mit dem zweiten liegt sich besser. Hä? Es wird nie was mit dem zweiten. Ich bleib immer auf beide Augen blind. Jawohl! Zeigt Muskeln! Scheiß ZDF! Das ist mein Kameramann. Lass mich in Ruhe. Psch! Auf Deutsch! Super schön, rein. Trinkt doch mal was. Trinkt das mal so. Die sollen doch immer Montag schon mit Flossen treten. Das heißt Spaziergang.
So, Freunde, wir haben auf jeden Fall eine herrliche Reaktion auf unseren ruhigen Spaziergang. Die Lobeshymnen im Internet sind voll. Und wenn wir laut gewesen wären, hätten wir auch diese handgezählten 48 Gegendemonstranten nicht gehört. Ja, diese Präsidentschaft macht für mich und das Land Sinn. Wer war's? Als ich gestern diese Aussage von unserem Demokratieverächter, unserem Supergaukler las, konnte ich es selbst kaum glauben, dass man so weit von der Stimmung in der Bevölkerung entfernt sein kann. Und das an einem Tag, an dem die Österreicher eine tatsächliche Wahl hatten, wer in Zukunft ihr Staatsoberhaupt sein soll.
Herr Gauck, Sie würden niemals eine zweite Amtszeit bekommen, wenn das Volk den Bundespräsidenten direkt wählen könnte. Sie haben sich spätestens mit Ihrem, nennen wir es mal, bizarren Verhältnis zur Demokratie ins Ausgeschossen. Ich erinnere Sie nochmals an Ihre Aussage, die da wie folgt lautete, ich zitiere: Nach vielen Jahren in der Bundesrepublik und auch im Hinblick auf die Entwicklung jenseits unserer Grenzen kann ich mir Plebiszite, zumindest auf Bundesebene in Deutschland, nicht gut vorstellen. Die repräsentative Demokratie hat auch erhebliche Vorteile. Die direkte Demokratie kann Gefahren bergen, wenn die Bürger über hochkomplexe Themen abstimmen. Wir sind einfach alle zu blöd. Danke, Herr Gauck. Herr Gauck, was haben Sie denn erreicht? Sie sind auch nur ein Grüß-August, der in der Welt herumfliegt und zu Hause Urkunden und Gesetze unterschreibt. Sie würden sogar TTIP unterschreiben, was ein Norbert Hofer in Österreich nicht machen würde. Die einzige Leistung, die Sie gebracht haben, war zu beweisen, dass es nach Christian, der Islam gehört zu Deutschland, Wulff, einen noch schlechteren Bundespräsidenten geben kann. Sie haben einfach nur Angst. Einfach nur blanke Furcht, dass das Volk viel schlauer ist, als Sie denken. All diese miteinander verwobenen und verfilzten Politikerdarsteller, Gewerkschaften, Lobbyverbände, all denen wird Angst und Bange, wenn es darum geht, außerhalb der Wahlen nach der Meinung des Volkes zu fragen. Warum eigentlich? Jetzt ist die Situation für diese ganzen Spießgesellen einfach und überschaubar. Alle 4 Jahre wird gewählt, ein Jahr oder auch schon eher beginnt der Wahlkrampf. Es werden ein paar Geschenke verteilt, ein paar Beruhigungspillen, ein paar Pöstchen, dann wird rumkoaliert. Die Wahlversprechen werden zwischen den politischen Lagern verwässert und fertig ist die neue Regierung und das Spiel geht von vorne los. Das kennen wir alle und wir haben die Schnauze voll davon. Wir sehen es jetzt aktuell wieder in Sachsen-Anhalt und in Rheinland-Pfalz. Egal wie, die Macht muss erhalten werden. Da kommt es zu bizarren Koalitionen, die ganz sicher nichts mit programmatischen Gemeinsamkeiten zu tun haben. Es ist einfach nur noch widerlich und verachtenswert, was diese Menschen ihren Landsleuten im Grunde genommen ihren Brötchengebern antun. Und dann wundern sich diese Leute noch, dass die Menschen, dass wir hier in Dresden und an anderen Orten auf die Straßen gehen, da wundern die sich noch, dass so viele Menschen AfD gewählt haben und haben nichts Besseres zu tun, als diese mit allen möglichen Beschimpfungen zu überziehen. Nach Lesart der noch Regierenden ist Deutschland ja bald komplett von rechtsextrem, populistisch, rassistisch, ausländerfeindlichen Nazis umgeben. Nach dem gestrigen Wahlabend in Österreich fielen einige wieder völlig aus der Rolle. Wie Lutz schon erwähnte, ganz vorne dran der SPD-Fuzzi Ralf Pöbelralle Stegner, der auf Twitter meinte, es ist eine Schande, dass ein Rechtspopulist den ersten Wahlgang der Bundespräsidentenwahl in Österreich gewonnen hat. Herr Stegner, Sie altes Aufstein. Im Gegenteil, Sie sind die Schande für Deutschland. Sie haben keinerlei Recht, die Willensbekundung der Österreicher als solche zu bezeichnen. In Ihrem Bestreben, den guten Ruf Deutschlands immer weiter in den Staub zu treten, stehen Sie Frau Merkel und Co. in nichts nach. Ich las gestern dazu eine schöne Metapher. Eventuell verstehen Sie sie auf diese einfache Art und Weise. Bei einem Wasserrohrbruch rufen die Leute einen, der das Wasser abdreht. Sie rufen keinen, der das Wasser bejubelt. Und das Einzige, was Sie tun, ist, das Wasser mit Eimern in jedem Zimmer im ganzen Haus verteilen zu wollen. Dämlicher geht's ja nun wirklich nicht mehr. Aber auch Sie werden erleben, wie Ihre alte Tante SPD das Projekt Einstelligkeit bundesweit erfolgreich abschließt. Auch wenn jeder Tag bis dahin einer zu viel ist.
Im Übrigen, in Sachsen sind die Hellroten schon einstellig und das ist gut so. Aber wenn die Menschen so engagiert werden, wie sie in den sozialen Medien mittlerweile protestieren, Dinge hinterfragen, sich wieder für Politik interessieren oder einfach nur meckern, müssten überall im Land Hunderttausende auf der Straße stehen, dann müssten wir vielleicht schon gar nicht mehr jeden Montag gehen. Dann hätten wir vielleicht schon Neuwahlen in Sicht und könnten uns aufstellen, um wie in den anderen Ländern um uns herum erneuernd und ausmistend tätig zu werden. Aber der Druck im Kessel ist für den stoischen, duldsamen, abwartenden Deutschen offensichtlich noch nicht groß genug. Wie das nach der Umsetzung der Visafreiheit und dem Fikilantensommer 2016 aussieht, ich habe da so eine Ahnung. Was ist denn unsere Aufgabe hier auf der Straße? Unsere Aufgabe ist es, auch wenn es uns anstinkt, eben diesen Menschen eine Stimme zu geben, die sich aus den verschiedensten Gründen nicht auf die Straße trauen. Wir alle sind Stellvertreter für Hunderttausende, die einen Politikwechsel wollen. Natürlich können wir uns darüber ärgern, dass viele den Arsch nicht hochbekommen. Aber zumindest für mich kann ich sagen, aufgeben gilt nicht, einen Rückzug wird es nicht geben. Dazu eine kleine Geschichte, die einer von unseren Leuten letzte Woche auf dem Altmarkt erlebte. Er kam von Toilette hoch, kam ihm jemand entgegen und sagte zu ihm, wir müssten oben 100.000 stehen. Da guckt er ihn an und sagt, warum stehst du nicht dort oben? Da sagt er, ich komme dann, wenn 100.000 dort stehen. Da habe ich keine Fragen mehr. Unsere aller Aufgabe ist es ebenfalls, die Aktivierung der normalen Menschen als politische Wesen, welche sich eben nicht mehr vorschreiben lassen wollen, was sie zu denken und zu sagen haben. Ich las gestern einen interessanten Artikel von Georg Immanuel Nagel, einem österreichischen Publizisten und Aktivisten, über den Menschen als politisches Wesen. Einen kleinen Abschnitt möchte ich nun zitieren. Der Mensch ist eigentlich ein politisches Wesen. So definierte schon Platon den Menschen als Zoon Politikon, als politisches Lebewesen. Er ist von Grund auf in die Gemeinschaft zu anderen ausgelegt. Ja, kann gar nicht als wirkliches Individuum, also als völlig isoliertes Wesen existieren. Der moderne Individualismus hat jedoch eine Gesellschaft von Egoisten geschaffen. Damit meine ich nicht euch. Das Streben der meisten Menschen ist primär an persönlichen Vorteilen ausgerichtet. Verbunden mit dem vom Volk entrückten Parteienstaat wird somit die Sphäre des Politischen etwas Fernes, um das sich eben irgendwer, jedenfalls ein anderer, kümmern soll. Das Scheininstrument der sogenannten Wahlen täuscht eine Beteiligung des Volkes an der Gestaltung der Politik vor. In Wahrheit dient es jedoch nur dazu, genau das zu verhindern. Der Rückzug ins Private ist von der politischen Klasse gewollt. Der gesunde Mensch jedoch hat eine feste Verortung in dem Gemeinwesen, das ihn geformt hat. Er weiß, dass auch sein eigenes Sein und Werden fest mit dem Politischen verbunden ist und seine oberste Aufgabe im Dienst an eben dieser Gemeinschaft besteht. Der politische Mensch macht nicht Politik. Er entschließt sich nicht, eine politische Laufbahn einzuschlagen, sondern er ist Politik. Er ist nicht abhängig von Parteilisten und medialen Wohlwollen, sondern gestaltet sein Leben nach politischen Gesichtspunkten, lebt nach Leitlinien, auf welchen Posten er immer stehen mag. So merkt etwa Marc Aurel in seinem Schriftstück Selbstbetrachtung an, dass viele nur als Anführersoldat sein wollen, jedoch nur im Eigentlichen auch diejenigen, die nur Wachdienst leisten oder im Nachschub tätig sind, notwendigen Kriegsdienst verrichten würden. Wir brauchen politische Menschen, die alles riskieren. Neben den aktuellen Leitfiguren brauchen wir in der Masse vor allem den Typus des politischen Kriegers. Damit ist weniger ein Kombattant im Sinne der Genfer Konvention gemeint, als ein Mensch, der bereit ist, sein ganzes Leben in den Dienst des Politischen zu stellen. Die Analogie zum echten Soldaten liegt darin, dass dieser bereit ist für einen Kampf, das Leben zu geben. Der politische Krieger verliert zwar nicht sein biologisches Dasein,
Doch er opfert mitunter seine gesamte bürgerliche Existenz. Der soziale Tod ist die Strafe des Establishments für die Abschweifung von der vorgegebenen Einheitsmeinung. Die Willigkeit, den sozialen Tod in Kauf zu nehmen, liegt nicht ganz so fern von der Bereitschaft, auch wirklich für seine Ideale auf das Schafott geschickt zu werden. Dies ist das Drohpotenzial für alle Abweichler. Es hat seinen Grund, warum auch unbedeutende Einzelpersonen und noch so winzige wie harmlose politische Gruppen vom System drangsaliert werden. Denn die Mächtigen wissen, dass ein kleiner Funke bereits einen Flächenbrand auslösen kann. Die historischen Beispiele dafür sind zahllos. Der politische Krieger, der bereit ist, alles auf sich zu nehmen, was der Gegner an Garstigkeiten für ihn bereithält, ist faktisch unbesiegbar. Solche Menschen kann das System fertig machen, aber es kann sie nicht besiegen. Im Krieg fallen auch viele unbekannte Soldaten, doch ihr Opfer ist nie vergebens. Denn es trägt zum Sieg bei, wenn auch eine Schlacht verloren gegangen sein mag, wie Ware, Est Militare, das Leben ist ein Kriegsdienst, schrieb Seneca gleichermaßen trefflich wie lakonisch. Nur der politische Mensch kann ein Staatsmann sein. Unsere politische Klasse hingegen besteht nicht aus politischen Menschen. Die von ihnen okkupierten Staatsämter sind ihr Job, nicht ihr Beruf. Darum gibt es heute auch keine Politiker mehr, denen man den Ehrentitel Staatsmann zuschreibt. Die wahrhaft Berufenen sind nämlich überwiegend vom Staat ausgeschlossen. Dadurch ist der Apparat nicht mehr der Träger des Politischen, sondern nur noch ein totes System der Repression, das vor allem Funde und Posten verteilt. Ende des Zitats. Freunde, solange die vielen Hunderttausenden in unserem Land, die ihr Kreuz dieses Mal anders gesetzt haben, die im Internet und innerhalb ihrer Freundeskreise meckern, sich aber nicht raustrauen, solange sind eben wir für diese politischen Krieger, solange halten wir den Kopf hin, solange sind wir die Vorbilder. Es ist kein Sprint, es ist ein Marathon, aber steter Tropfen höhlt den Stein, wie man an den Erfolgen in den Nachbarländern sehen kann. Solange ihr hier seid, solange werden wir hier sein. Und wieder passt die Aussage hervorragend. Wir sind gekommen, um zu bleiben, und wir bleiben, um zu siegen. Danke, Dresden! Also, engagiert euch, informiert euch, geht in die Parteien, tut etwas und vor allen Dingen bringt einen mit. So, heute darf ich nicht singen. Und wir haben eine Sängerin, es ist schon ein wenig dunkler. Ich würde euch bitten, holt die Lämpchen raus. Wir basteln die Bilder, die wieder um die Welt gehen werden und aus denen viele, viele hunderttausende Menschen Mut schöpfen. Hallo Ramona. Guten Abend, Dresden. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit. Beendet. Wir hoffen, wir sehen euch nächste Woche wieder hier. Und wer aus Chemnitz und Umgebung kommt, bitte unterstützt morgen unsere Pegida in Chemnitz, 18:30 Uhr am Karl-Marx-Kopf am Nischel.
Es muss in jeder Stadt was passieren. Nur weil in Dresden Massen auf der Straße sind, wir brauchen die anderen Städte auch. Herzlichen Dank, ich übergebe nochmal an Lutz. Ja, Freunde, auch von mir vielen Dank, dass ihr wieder alle da wart heute. Vielen Dank auch den tausenden Zuschauern im Livestream. Vielen Dank nochmal an die Polizei. Vielen Dank an das Ordnungsamt für die gute Zusammenarbeit hier in Dresden. Nächste Woche wieder hier. Da werden wir das mit der Prager Straße nochmal wiederholen. Um dort nochmal deutlich ein Signal zu senden. Ich habe schon die ersten Feedbacks bekommen von Geschäftsinhabern der Prager Straße. Die bedanken sich bei uns, dass wir mal Präsenz gezeigt haben auf der Prager Straße. Es war wohl relativ ruhig. Es sind wohl heute ausnahmsweise mal nur zwei Fachkräfte festgesetzt worden, jetzt eben bei illegalen Tätigkeiten, was auch immer das war. Wir wissen es noch nicht genau, aber zwei waren es, ja. Zwei heute nur. Im Gegensatz zu anderen Tagen ist das natürlich ein Riesenfortschritt und wir werden versuchen, die Montage jetzt immer in diese Richtung zu gestalten. Also vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank im Livestream. Wir sehen uns nächste Woche wieder hier, 18.30 Uhr montags, wenn es wieder heißt, jeder bringt einen mit. Danke, Dresden! Ich erkläre die Veranstaltung für beendet.